Hallo, liebe türkische Mitbürger. Bis o extra drei, da ki şerefsiz, itler gibi gelmiş, geçmiş, en büyük cumhur başkanıyla dalga geçmişiz. Deswegen lassen wir uns jetzt jeden Gag abnehmen von einem türkischen Zensor, beziehungsweise Zensor. Kann ich jetzt anfangen? Herzlich willkommen zur Heute-Show! Ausgabe der Heute-Show. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, wir haben es gerade gesehen. Zensur lauert überall. Übrigens nicht nur in der Türkei. Und zum Fall Erdogan haben wir ansonsten schon in der vorletzten Sendung eigentlich alles gesagt. Ist sie noch in der Mediathek? Man weiß es nicht. Heute müssen wir leider einmal mehr über Terror in Europa reden. Der Anschlag in Brüssel und die inzwischen uralte Frage, EU, wofür brauchen wir das eigentlich? Dieser Verein, der rückt nicht mal zusammen, wenn er von außen angegriffen wird. Nur 5 Länder geben alle ihre Geheimdienstinformationen an Europol weiter. Hat man aus Paris irgendwas gelernt? Ich sage, wenn das mit der Sicherheit nur halb so gut laufen würde wie die Verteilung von Agrarsubventionen, dann könnten wir alle super schlafen. Stattdessen nach jedem Anschlag immer nur Phrasen. Die Lage ist ernst, die ist bitter ernst. Ich weise darauf seit Wochen hin. Sie war vorgestern ernst, sie ist heute ernst und sie ist morgen ernst. Okay, aber was ist mit übermorgen? Immer noch ernst? Ich glaube schon. Unter anderem, weil ihr es nach wie vor nicht hinkriegt, ein simples Ein- und Ausreiseregister für die EU auf die Beine zu stellen. Mann, na klar, die Terroristen, die machen es einem natürlich auch nicht leicht. Das Risiko ist da und wir müssen immer davon ausgehen, dass in der Regel eher Anschläge ohne Vorankündigung verübt werden. Das ist das Tückische. Ja, natürlich. Anschläge ohne Voranankündigung. Ja? Ist mal ehrlich, ich meine, das Mindeste wäre doch, dass sie einem vorher einen Zettel an die Haustür hängen. Ja? Heute Anschlag, wir kommen zwischen 8 und 18 Uhr, bitte seien Sie anwesend. Keine Frage. Vor allem die belgischen Behörden sind heillos überfordert. Ne? Wie konnten die überhaupt diesen berüchtigten Abdeslam verhaften? Aber auf die Spur sind die Behörden Salah Abdeslam eher durch einen Zufall gekommen, denn Salah Abdeslam hat eine besonders große Bestellung von Pizzen aufgegeben und das hatte die Behörden dann doch verunsichert. Verunsichert? Verunsichert von Pizza? Was hat er denn bestellt? Ach, 30 mal die große Pizza Abdeslalami, natürlich. Die Belgier haben explizite Warnungen aus der Türkei ignoriert, aus Holland, aus Griechenland. Man muss jetzt allerdings fairerweise dazu sagen, die belgische Polizei wird natürlich auch ausgebremst, und zwar von sehr speziellen Gesetzen. Zum Beispiel gibt es in Belgien bis heute ein Gesetz, das es verbietet, zwischen abends 21 Uhr und morgens 5 Uhr Razzien durchzuführen, selbst dann, wenn Gefahr in Verzug ist. Ah, Mist! 8:55, da können wir nichts mehr machen, Jungs! Ich hol mir eine Pommes. Ja, belgische Ermittler, behaupte ich, würden einen Terroristen nicht mal erkennen, wenn er so rumläuft, Freunde. Wobei, es betrifft natürlich nicht nur die Belgier, ne? Dieses Versagen der Geheimdienste. Man denkt ja immer als Laie, so Ermittler, die werten den ganzen Tag im CSI-Labor DNA-Spuren aus. In Wirklichkeit müssten die einfach nur mal die richtige Zeitung lesen. Viel früher hätten die Täter auch anderen auffallen können. Dieser Drahtzieher der Pariser Anschläge etwa gab einem Dschihadistenmagazin sogar ein Interview mit Foto. Das glaube ich jetzt nicht. Ist aber kein Witz. Es gibt tatsächlich ein Hochglanz-Dschihad-Magazin. Mich hat ja schon schockiert, dass Barbara Schöneberger eine eigene Zeitschrift rausbringt. Aber der IS? Was steht denn da drin? Halale Rezepte oder was? Die neue Dschihad ist da mit großem Paradiesreport. 72 Jungfrauen im Test. Bloß nicht schlapp machen. Die krassesten Styles für den Terrorfrühling. Baggy Pants oder Röhrenjeans. Was passt besser zum Sprengstoffgürtel? Und natürlich Dr. Sommer rät. Jetzt die Heckenschere entrosten. Selber beschneiden ohne Risiko. Hol dir jetzt die neue Dschihad. Sonst bringen wir dich um. Dschihad! Ja!
Die neue Dschihad. Ja, für 3 Ziegen an jedem Kiosk, meine Damen und Herren. Aber die gute Nachricht, jetzt wird aufgeräumt. Als Antwort auf Brüssel arbeitet nämlich unser Innenminister an einem knallharten Integrationsgesetz. Ja, ne? Ja, ist kein Spaß. Ab jetzt wird jeder, der hier reinkommt, aber sowas von durchintegriert, das glaubt ihr gar nicht. So, und wer keinen Integrationskurs besucht, der kriegt weniger Geld. Ha! Kleiner Haken, der Andrang auf solche Kurse ist riesig. Es gibt nur leider viel zu wenige. Das weiß ich sicher, das hat mir neulich noch hier dieser eine Politiker erzählt. Na, wie heißt der? Der eine, der so ein bisschen aussieht wie der Hase Cäsar. Glaubt nicht den Gerüchten, die erzählt werden über Deutschland. Hier gibt es kein Begrüßungsgeld, hier gibt es keine freien Wohnungen, hier gibt es nicht sofort Arbeit. Es gibt nicht einmal einen Integrationskurs. Ja, ja, Freunde der Sonne, wer keinen Integrationskurs besucht, den es gar nicht gibt, der fliegt raus. Ne? So lenkt man als Staat elegant ab vom eigenen Versagen und deutet subtil an, dass alle Flüchtlinge sich ja eigentlich gar nicht integrieren wollen. Es bleibt dabei, echte Integration, wenn man es ernst meint, braucht halt Geduld und Geld. Und natürlich Bildung. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Ja. Das ist das Problem. Ne? Ja. Ab und zu schlüpfen welche durch und machen Abi. Aber das kriegen wir noch in den Griff. Ein ganz komisches Klima haben wir jetzt natürlich im Land seit Brüssel. Und ich kann mich da natürlich auch gar nicht ausnehmen. Man hat ja fast das Gefühl, man wird an jeder Straßenecke von einem Islamisten beobachtet. Das ist zumindest der Eindruck. Ne? Ah, Abdel Karim, meine Damen und Herren. Abdel Karim. Ja. Mensch. Schön, dass du da bist. Und was viele auch hier im Publikum wahrscheinlich gar nicht wissen, wir beide kommen tatsächlich aus demselben Kulturkreis, nämlich aus Bielefeld. Ja, es ist wirklich so. Bielefeld, wunderschöne Stadt. Falls jemand von euch noch nicht da war, ist so eine, geht Richtung Architekturterrorismus. Wirklich wunderschön. Aber für mich als Marokkaner aus Ostwestfalen ist es nicht leicht, muss ich ganz klar sagen. Der Marokkaner in mir will Frauen antanzen. Aber ich sag mal dann, ich bin Ostwestfalen, ich kann doch gar nicht tanzen. Ja, das ist ein bisschen. Das kenne ich, das kenne ich. Hat denn die Terrorangst jetzt wieder zugenommen? Also begegnen dir die Menschen anders im Alltag? Sehr anders. Ich bin so eine Art Sorgenbeschleuniger, kann man ganz klar so sagen. Aber man kann es den Leuten auch nicht vorwerfen. Die gucken Nachrichten von morgens bis abends, Moslem gleich Gefahr. Und dann gehen sie raus und dann bin ich die Nahtoderfahrung. Ja. Das ist nicht einfach. Aber es hat auch Vorteile, finanzielle. Ich werde jetzt sehr oft von NTV gebucht als Terrorverdächtiger. Ah! Du bist das immer. Ja, es ist leicht verdientes Geld, sag ich dir. Ganz ehrlich, ich gehe da ins Studio, die pixeln mein Gesicht. Ja. Dann wird die Stimme so ein bisschen verfremdet. Ja. Und dann geht's schon los. Da fange ich an mit ihr Ungläubigen. Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Ich bin euch. Das ist guter Job. Ja, da wird auch. Nicht nur die Stimme, es ist wirklich genial, weil unten kommen auch die ganzen Einblendungen. Ja. Ne? Sieht aus wie ein Ausländer. Ja. Oder hat eine Oma aus Marokko und die kommt. Eigentlich eine Tante, oder? Ach du Schande. Marokkaner, ich kenne den Text nicht. Ja. Aber in jedem Fall schön für deine Tante, ich meine. Ja, sehr schön. Die freut sich auch schon auf die Reise, auf die Anreise. Und natürlich darf man sich aber jetzt ganz ehrlich nicht wundern, dass halt Ängste da sind. Nicht nur am Bahnhof, sondern auch im Alltag. Ich war zum Beispiel vor kurzem in der Bäckerei. Auch der Moslem geht sonntags in der Bäckerei. Da war ein älteres Pärchen, der Mann sieht mich, wie seine Frau waren, und sagt ihr wirklich ganz leise: Schatz, guck mal, hier wimmelst du noch von denen. Ich hab's gehört und verstanden, haben mir einen kleinen Scherz erlaubt, ich habe mein Handy rausgeholt. Wulhada, Familiennachzug! Wulhada, unbefristet! Die Frau wollte dann ihren Mann beruhigen, also hoffnungsvoll: Lass den ruhig reden, Schatz, der darf gar nicht jeden hier reinholen, das ist doch gesetzlich verboten. Und dann habe ich gesagt: Wulhada, Gesetzeslücke! Waren die auch bedient? Ja. Hatten keinen Bock auf Brötchen. Nein. Jetzt gibt es ja gerade ein großes Thema unter Kabarettisten. Was darf man? Diese Woche haben wir gelernt, Witze über Erdogan darf man schon mal nicht. Grundsätzliche Frage ist ja, darf ich dich mal fragen, darf man denn Witze über den Islam machen? Oh, die Frage höre ich sehr oft von Urdeutschen. Natürlich darf man. Die Frage ist, ob man dann noch Zeit hat, die Pointe zu erklären. Also du kannst die Ängste und Vorurteile der Deutschen im Prinzip schon nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Es trifft ja nicht nur die Deutschen. Es ist das Schöne an dieser Angst, sie verbindet uns alle.
was viele wirklich nicht wissen, durch diese ganze Angstmache in den Medien haben sogar Muslime Angst vor Muslimen. Ich habe echt bei mir im Badezimmer schon vor 2 Jahren den Badezimmerspiegel abgenommen. Ich keinen Bock habe, jeden Morgen nach dem Aufwachen im Badezimmer erstmal einen Moslem zu sehen. Ja, na klar. Das ist ja klar. Ist wirklich, ja. Ja. Es ist auch so ein bisschen, ja, es ist dann, ich muss dazu sagen, ist nicht nur Medienmache, sondern auch, es ist das Los der Muslime. Eigentlich ist es ganz egal, was wir machen, es sieht immer bedrohlich aus, merke ich ja bei mir, auch die ganz harmlosen Situationen, ganz egal, ob ich gerade eine Banane esse oder ob ich bügle oder ein Meerschweinchen, es ist immer, ich gucke halt ab und zu so. Ich find's geil. Abdel Karim, meine Damen und Herren, vielen Dank. So, ganz was anderes, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Unsere geliebte GroKo hat gerade ihren letzten Bundeshaushalt zusammengeschustert. Den für 2017. Etwas mehr als ein Jahr müssen Sie sich jetzt noch quälen. Dann haben Sie es geschafft. Ja, und ich sag mal, dieser Haushalt ist wirklich in Papier gegossene Arbeitsverweigerung. Nur noch Stillstand. Da wird gar kein großes Problem mehr ernsthaft angepackt. Und als unser oberster Kassenwart jetzt gefragt wurde, warum denn keiner von der SPD bei der Vorstellung dieses Haushalts dabei ist, da hat der Herr Schäuble in seiner Antwort, wenn Sie jetzt genau hinhören, eine schöne kleine Spitze eingebaut. Ist alles gut. Frau Nahles hat sich, Herr Gabriel ist im Urlaub, den hat er verdient und braucht er auch offensichtlich. Bäm! Ja, das saß. Das saß. Ja. Stillstand. Gucken Sie sich den Haushalt an, Stillstand. Bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr atmen die jetzt nur noch die Luft weg und verkaufen klein-klein als pures Gold. Beispiel Rente. Da steuern wir sehenden Auges in eine Katastrophe. Besonders jetzt in der neuen Nullzinswelt von Herrn Draghi, wo man sich mit seinem Riester-Vertrag endgültig nur noch den Arsch abwischen kann. So, was ist die Antwort der GroKo auf diese Katastrophe? Eine, und ich zitiere, Lebensleistungsrente. Cool. Wer kriegt die denn? Wer 40 Beitragsjahre hat, private Vorsorge betreibt, dem wird die Rente immer auf 880 Euro aufgestockt. Wow. Das betrifft am Ende, das ist kein Spaß, eine Handvoll Leute, die dann im Schnitt 16 Euro mehr kriegen als die Sozialhilfe. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Lebensleistung ist uns satte 16 Euro wert. Es ist so ein Irrsinn. Erst senken Sie die staatliche Rente, das Rentenniveau, schicken Millionen in die Altersarmut und dann erfinden Sie eine Lebensleistungsrente, um ein paar davon wieder aus der Armut rauszuholen. Das System ist doch kaputt. Wir können stolz sein, dass wir noch so ein System haben. Ich meine, die Rente wird nicht mehr ausreichen für die meisten, aber sie ist immer noch sicher. Aber sie reicht nicht mehr aus zum Leben. Wie schön! Hier, da, ich meine... Herr Lindemann! Ja. Erfrischend ehrlich. Ne? Sie machen trotzdem stumpf so weiter. Das wäre doch mal ein tolles CDU-Plakat, oder? Die Rente wird nicht zum Leben reichen, aber sie ist sicher. Ne? Und die GroKo verkauft uns das Ganze weiter als ja, so eine Art unabwendbare Naturkatastrophe. Dabei haben es, und das ist jetzt echt der Hammer, selbst die Österreicher inzwischen hingekriegt. Ne? Bei denen zahlt jetzt jeder in die Rentenkasse. Auch Selbstständige und Beamte. Nur dazu müssten sich unsere Politiker natürlich mit mächtigen Lobbyverbänden anlegen und sie müssten sich zweitens selber was wegnehmen. Ich habe da kein gutes Gefühl, meine Damen und Herren. Ja, statistisch, auch wenn wir jetzt schlecht draufkommen, statistisch werden auch viele Menschen hier im Publikum im Alter arm sein. Da kann unsere Kamera irgendwen zeigen, das kann jeden treffen. Gut, er ist ein schlechtes Beispiel. Er ist ein schlechtes Beispiel. Ja. Tag, Herr Blüm. Ja. Da haben Sie sich ja eine gute Sendung ausgesucht, um uns mal zu besuchen. Ja? Schön, dass Sie da sind. Gut, vergessen wir die Rente. Reden wir mal über ein anderes großes Thema, was immer nur noch liegen zu bleiben scheint. Wohnungsnot. Auch da, in Sachen Wohnungsnot, müsste die GroKo jetzt richtig ranklotzen. Endlich viel mehr Geld für bezahlbaren Wohnraum ausgeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wohnungsbau in Deutschland ist in Bewegung gekommen. Bitte um Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss immer husten, wenn ich lüge. Ja, ja, was steht denn im neuen Haushalt? Wir haben nachgeguckt. Popelige 800 Millionen Euro mehr fürs Bauen. Letztes Jahr ist über 1 Million Menschen dazugekommen. Und allein bis 2020
fehlen uns 4 Millionen Sozialwohnungen. 2013 waren es gerade mal 9.000 Sozialwohnungen, die neu gebaut wurden. Also, meine Damen und Herren, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann braucht es sage und schreibe 320 Jahre, bis wir den Bedarf an Sozialwohnungen gedeckt haben. Sag mal, könntest du mir eventuell in 320 Jahren beim Umzug helfen? Wieder kannst du gar nicht. Sag mal, echt alle Hüte ab für diesen neuen Haushalt. Obwohl, immerhin. Sie kommen schon wieder ohne neue Schulden aus. Respekt, dachte ich zumindest. Aber dann hat mir Christian Ehring das nochmal in Ruhe erklärt. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Telekolleg. Telekolleg Mathematik für Grundschulabbrecher. Hallo, ihr kleinen Grundschulabbrecher. Guck mal, das ist ja heute Show Sparfuchs. Ja? Der erklärt uns jetzt mal, wie die GroKo rechnen kann. Ja, nämlich gar nicht. Die Hirnis können nicht bis 13. Sag mal, Sparfuchs, du bist ja frech. Fick dich, Ehring. Was? Du hast doch gar nichts Ahnung. Ich finde auch, der Fuchs übertreibt. Immerhin, wir halten doch wieder die schwarze Null. Ein Scheiß halten wir, du Bumsbirne. Rechne doch mal nach. Also, komm, Fuchs, der Oliver bemüht sich doch zumindest. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also, es ist ja so, schwarze Null steht im Haushalt für 2017, aber dafür beginnt 2018 direkt mit einem Minus von 7 Milliarden Euro. Und jetzt kommt der Clou, dieses Minus nennt die GroKo nicht Minus, denn das klingt so traurig, sondern globale Minderausgabe. Wie geil ist das denn? Und der Oliver hat auch keine Glatze, nein, auf seinem Kopf herrscht globales Minderwachstum. High five, Sparfuchs! Hey! Guck mal, so die Glatzenwitze. Das ist dann ja beschiss. Ich habe gedacht, die sparen. Ach, sparen nervt. Sparen nervt wie Sau. Dazu müsste man ja gucken, welche Ausgaben unnötig sind. Im Haushalt steht zum Beispiel, und das ist jetzt kein Witz, 1 Million für die Optimierung der Trockenfutterherstellung für Hunde und Katzen. Pure Verschwendung, meint der Steuerzahlerbund. Genau wie die 253.000 Euro teure Forschung für besseren Biergeschmack oder 6 Millionen für einen Elektro-Porsche. Hä? Welcher Spacko kauft sich bitte einen Elektro-Porsche? Da kann ich ja gleich ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht, ich bin impotent. Richtig, ja, da ist ohne Ende Einsparpotenzial in dem Haushalt. Das stimmt schon. Zum Beispiel gibt es 5 Milliarden mehr für eine absurde Quatschfirma namens Bundeswehr. Was? 5 Milliarden mehr für die Bundeswehr? Ja, klar, zur Belohnung. Dafür, dass sie sich seit Jahren von der Rüstungsindustrie über den Tisch ziehen lassen. Wenn man einmal bewiesen hat, dass man mit Geld nicht umgehen kann, dann kriegt man immer mehr. Für, was weiß ich, für Hubschrauber, die nicht hubschrauben, oder für Sturmgewehre, mit denen man wirklich nur sehr, sehr dicke Taliban treffen kann. Für alles Mögliche. Der Bundesrechnungshof hat der Bundeswehr Verschwendung vorgeworfen. So habe eine Strickleiter für die Fregatte Emden 7.000 Euro gekostet. Ein Ständer aus Mahagoni für einen Rettungsring auf der Korvette Oldenburg 14.000 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, Kinder. 14.000 Euro für einen Ständer. Ja und? Für Ständer hat der Olli schon weit mehr ausgegeben. High five! Ich habe keinen Bock mehr auf Kinderfernsehen. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Herr Ehring, seit dieser Woche türkischer Ehrenbürger, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. So, Sie erinnern sich, nach Silvester hat ja ganz Deutschland aufgeregt diskutiert und zu Recht diskutiert, wie kann man Frauen besser schützen. Jetzt gibt es endlich einen Entwurf für ein angeblich verschärftes Sexualstrafrecht. Und da, Freunde, muss ich schon sagen, das ist gar nicht mal so gut. Ne? Denn das einfache Nein einer Frau reicht immer noch nicht aus. Man hätte sich einfach der sogenannten Istanbul-Konvention anschließen können. Da heißt es, jegliche sexuelle Handlung ohne Einverständnis ist strafbar. Ende. Klingt logisch. Aber Vorsicht, meint dieser CSU-Abgeordnete. Stellen Sie sich vor, zwei Arbeitskollegen sind zusammen auf Dienstreise. Abends trifft man sich in der Bar, die Stimmung ist gut, er macht ihr eindeutige Avancen und sie stellt abends noch klar, nein, zwischen uns wird nichts laufen, ich will meine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Und der Abend läuft weiter, es wird launiger, man ist leicht angetrunken, alle wissen noch, was sie tun, der Abend geht weiter, er bringt sie wie ein Gentleman auf das Zimmer und
Dort verliert sie dann die Kontrolle und es kommt zum Äußersten. Zum Äußersten! Ja! Um Gottes Willen! Ah. Ja! Ja, vielen Dank. Alexander Hoffmann erzählt sein schönstes Ferienerlebnis. Ne? Was er hier, glaube ich, andeuten will, wenn eine Frau Nein sagt, meint sie eigentlich Ja. Ne? Nur halt 2 Promille später. Übrigens, und das ist jetzt kein Spaß, sexuelle Belästigung ist in Deutschland nach wie vor kein eigener Straftatbestand. Regt aber kaum einen auf, denn diesmal sind ja keine notgeilen Ausländer beteiligt. Da ist doch der Gesetzgeber gefordert. Wie gehen wir in dieses parlamentarische Verfahren? Wir sollten überlegen, wie wir Grapschen... Was? ...besser bestrafen können. Ah, so, gut. Hatte mir kurz Sorgen gemacht, ja. Wie gesagt, vielen Dank, Herr Hoffmann, für Ihren Beitrag zum neuen Sexualstrafrecht. Sehr schön. Ja. Hat er ja einen schönen Fall konstruiert. Schlimme Debatte im Deutschen Bundestag. So. Und das ist ja Fakt, deutsche Gerichte ahnden Grapschen meistens aus Verlegenheit nur als Beleidigung. Und während im Internet gerade immer mehr Frauen berichten, wie sie zum Beispiel in Zügen und im Nahverkehr belästigt werden, ist man in Sachsen natürlich schon wieder einen guten Schritt weiter. Die Mitteldeutsche Regiobahn, die auch auf der Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz verkehrt, will Mädchen und Frauen ein sicheres Gefühl beim Reisen geben. Deshalb soll es in den Zügen dort jetzt Abteile nur für Frauen geben. Extra Abteile nur für Frauen? Ist das die Lösung? Wir schalten mal direkt in die gerade erwähnte Regionalbahn zu Ulrich von Hesen. Ulrich, ist das denn wirklich so eine sinnvolle Maßnahme? Auf jeden Fall, Oliver. Besonders auf dieser Strecke, denn Leipzig hat ja bekanntlich einen Sackbahnhof. Entschuldigung, es ist überhaupt nicht lustig. Aber jetzt mal im Ernst, scheinbar kann man Frauen hier nur noch schützen, indem man sie separiert. Und die Bahnbetreiber hatten ja nur 2 Möglichkeiten. Mehr Personal einstellen, damit sich die Frauen im Zug sicher fühlen, kostet natürlich Geld. Oder, viel billiger, man baut den Frauen quasi ein eigenes Gehege. Hier haben sie ihren ganz eigenen Bereich. Hier darf kein Mann mehr rein. Da steht es. Im Grunde gehen wir damit leider wieder zurück zur guten alten Apartheid. Nur halt nicht für Hautfarbe, sondern für untenrum. Verstehe. Und die männlichen Fahrgäste, wo sitzen die? Ja, das ist jetzt ein bisschen der Haken. Die Männer sitzen für meinen Geschmack noch ein bisschen zu nah dran. Leute, jetzt aber wirklich. Das ist ja peinlich. So, man schämt sich ja für euch. Ich ignoriere mal die Primaten hier und frage eine der beiden Damen. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie finden Sie denn das neue Frauenabteil? Ich finde es super. Frauenabteil ist eine geile Idee. Da weiß ich immer, wo die Schnecken sitzen. Ja, ist ja gut. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Die Schnecken, ja. Die Weiber, die Hühner. Ja, doch, Junge, ist ja gut. Welke ist homosexuell? Homosexuell? Ja, das stimmt wahrscheinlich, ist jetzt aber gar nicht das Thema. Die Frage ist, ob die aktuelle Sexismusdebatte jetzt, wo es nicht mehr um Ausländer geht. Ach nee, jetzt pisst er dahin. Das kann doch nicht wahr sein. Klar, hier sitzen Weibchen. Da will der Rüde natürlich sein Revier markieren. Meine Fresse. Ich hoffe, wir sind bald in Chemnitz. Fahrgästinnen, wir begrüßen Sie an Bord der Regionalbahn. Silvio Berlusconi, Ihre sexuelle Belästigung verzögert sich um voraussichtlich 15 Minuten. Ach nee, das gibt's doch nicht. Immer dasselbe mit dieser scheiß Bahn. Ich gebe zurück ins Studio. Olivek ist homosexuell. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Aus der Regionalbahn Leipzig. Richtung Chemnitz. Glückliches Sachsen. So, jetzt aber mal gute Nachrichten. Deutschland wird endlich ein großes Open-Air-Erziehungsheim. Ja, zum einen, wissen Sie, kommen jetzt bald die Schockfotos auf Zigarettenschachteln. Aber ich denke, das kann nur ein erster Schritt sein. Wir brauchen solche Fotos natürlich auch auf anderen Drogen. Zum Beispiel, was weiß ich, auf Crystal-Meth-Tütchen. Zum Beispiel jetzt mal. Ja, Erziehung durch Abschreckung. Das hätte nicht so weit kommen müssen, wenn wir rechtzeitig auf diese Abgeordnete hier gehört hätten.
Wie allgemein bekannt ist, stammt die Tabakpflanze aus dem amerikanischen Kontinent. Vielleicht hätten wir nicht entdecken sollen. Leider zu spät. Trotzdem natürlich vielen Dank, Häuptling Qualmender Büffel. Ja, willkommen im Erziehungsjahr 2016. Im Sommer, wissen Sie vielleicht auch, kommt dann die nächste Erziehungsstufe. Denn dann belohnen Versicherungen unser Wohlverhalten, vernünftiges Verhalten. Zum Beispiel Autoversicherungen. Und alles, was Sie dafür von uns haben wollen, sind unsere Daten. Die Versicherung fährt immer mit, wenn ich das als Kunde wünsche. Wer gut und vermeintlich sicher fährt, bekommt am Ende des Jahres Geld zurück. Ja, da muss man höllisch aufpassen. Ne? Wenn ich im Jahr nur, weiß ich nicht, 2-3 Leute überfahre, zack, geht der Tarif hoch. Ne? So, und jetzt wird's richtig gesund, denn die Generali-Versicherung ermutigt mich, so ein Gesundheitsarmband zu tragen. Wer Sport treibt und Salat isst, zahlt dann weniger. Denn Gesundheit, Sie ahnen es, ist nicht mehr Privatsache, sondern Bürgerpflicht. Läuft ja gerade rauf und runter, dieser nervige Werbespot für Fitnessarmbänder. Das geht doch völlig am deutschen Konsumenten vorbei. Was man bei uns bräuchte, das wäre hier ein Fitnessarmband. Bringe ich jetzt auf den Markt. You know, today, I just woke up and I said, no, instead of waiting on a good day, waiting around. Ups and downs, waiting on something to happen. I just said, we're gonna have a good day, and all my homies gonna ride today. That's right. And all these mommies look fly today, and all we wanna do is get by today. Ein tolles Produkt, meine Damen und Herren. Ein tolles Produkt. Jetzt nicht im Heute Show Fanshop. Ja. Generali macht das demnächst für Risiko, Lebensversicherungen, für Berufsunfähigkeitsversicherung, irgendwann auch für Krankenversicherung. Sind wir alle kleine Kinder und der Staat ist unsere Mutti? Es sieht ganz so aus. Und bei manchen ist die Sache mit der Erziehung leider auch echt überfällig. Bei Thorsten Sträter zum Beispiel. Endlich. Thorsten Sträter wird erzogen. Jupp, jetzt ist es soweit. Die deutsche Gesundheitsindustrie hat keinen Bock mehr, tatenlos zuzusehen, dass feiste Typen wie ich durch die Innenstädte moppeln, rechte Hand eine Camel, links ein Riegel Palmin Hollandaise. Deswegen also demnächst Horrorbilder auf Zigarettenschachteln. Offene Beine, mit Teer zugesaute Lungen, Sachsen-Anhalt und Volker Bouffier. Was kommt als nächstes? Werden die Bewerberinnen beim Bachelor auch Schilder tragen müssen, auf denen steht, keine Prostituierte, aber verdammt nah dran? Ehrlich, bringt doch alles nichts. Die Menschen verdrängen immer unangenehme Wahrheiten. Und deswegen werden sie weiter qualmen. Und deswegen ist die Merkel seit 1000 Jahren Kanzlerin. Wirklich schlimm ist allerdings die Datensammelwut von Generali und Co. Da verkündet mir abends ein beklopptes Armband, du bist heute 3400 Schritte gegangen. Worauf ich schlagfertig erwidere, ich weiß, du Arschloch, ich war dabei. Das Teil registriert alles. Was sie so essen, wie oft und wie viel sie sich bewegen. Und wenn sie sich ein paar Tage gar nicht bewegen, kommt ein Trupp von der Generali mit einem Zinksack vorbei. Echt jetzt, seien sie dann besser tot. Alles andere wäre wohl Versicherungsbetrug. Apropos, meine Autoversicherung misst demnächst sogar meinen Fahrstil. Ey, liebe Versicherer, ihr wollt meine Daten? Okay. Ich mag Pudding. Meine Hobbys sind Basteln, Schwimmen und Fahrradfahren. Und mein WLAN-Passwort ist 5. Alles groß, alles zusammen. Mehr gibt's nicht. Ich will auch keine Mail von euch, in der dann steht, Prämienwarnung, Sie haben auf der A43 Höhe Wuppertal hart gebremst oder so. Und ich antworte dann, liebe Allianz, ich musste kacken. Nähere Details zu meiner Verdauung hat ja die Generali. Und deswegen, ehrlich jetzt, und deswegen stecke ich mir jetzt eine Kippe in den Hals und knall mit 130 durch den McDrive. Ich brauche Nikotin, Highspeed und was Frittiertes. Mahlzeit, ihr Datenfraggles. Thorsten Sträter, meine Damen und Herren. Ja. Auch diese Nachricht hat uns ja gerade erreicht. England hat jetzt eine Steuer auf besonders zuckerhaltige Getränke beschlossen. Frage ich mich, wäre das auch was für Deutschland? Der durchschnittliche Deutsche futtert 34 Kilo Zucker pro Jahr. Deswegen hat die EU auch lange über eine sogenannte Zuckerampel auf den Verpackungen von Lebensmitteln diskutiert. Das wäre ja mal
keine Erziehung, sondern Information. Zu viel Information findet die Zuckerlobby, ebenso wie diese deutsche EU-Abgeordnete. Und im Übrigen habe ich die große Sorge, dass die Ampelkennzeichnung letztendlich zu einer Fehl- und Mangelernährung der Bevölkerung führen würde. Denn Rot wird immer als Warnung verstanden. Ja, weil es eine Warnung ist, Fräulein. Ne? Mangelernährung durch zu wenig Zucker? Also ich habe noch nie was von einer Apfelvergiftung gehört, muss ich sagen. Ja gut, komm. Einmal ist das passiert, weil die doofen Zwerge nicht aufgepasst haben. Ne? So, jetzt mal im Ernst, wie gefährlich ist Zucker? Hazel Brugger hat sich für uns auf einer Fachmesse in die zwielichtige Welt der Süßkramdealer eingeschleust. Was ist denn der Unterschied zwischen Zucker und Crack? Fragen sich manche Leute. Ganz einfach, Crack schreibt man mit C. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Das ist wunderbar, Senor. Hallo, darf ich Sie was fragen? Natürlich. Wie viel vor so einer Messe muss man denn aufhören, Süßigkeiten zu essen? Am besten man fängt schon 3 Wochen davor an. Sonst sieht man dann so aus wie dieses fette Schwein. Entschuldigung, Sie müssen schnell auf die Seite, sonst das fette Schwein, meine ich da. Schwarzer Zucker. Schwarzer Zucker. Ist das gesünder oder weniger gesund? Auf jeden Fall gesünder. Können Sie das nochmal sagen und dann so in die Kamera zwinkern? Okay, auf jeden Fall gesünder. So, oder? So, also so ganz, können Sie, machen Sie mit beiden Augen. Sagen Sie, schwarzer Zucker ist auf jeden Fall gesünder und dann einfach mit beiden Augen zwinkern. Ist auf jeden Fall cool. Schwarzer Zucker ist auf jeden Fall gesünder. Manchmal trügt der Schein. Und selbst Leute, die zu schwer wirken, sind eigentlich gar nicht übergewichtig. Es sind eigentlich sehr, sehr schlanke Personen, gefangen im Körper von sehr, sehr dicken. Das nennt man auch Transfette. All you need is chocolate. Würden Sie das auch zum Beispiel einem Kind aus Syrien sagen? Ja, klar. Und wie soll das dann reagieren? Zucker, man braucht auch Zucker. Ein etwas unkonventioneller Schokobrunnen, inspiriert an den ehemaligen Toiletten des antiken Roms. Und im Herzen immer noch einmal Amor, das ist wunderbar, Senor. Ja, das ist also der erste Cookie, der jetzt in den Markt kommt mit Guarana. Und das ist natürlicher Koffein. Das heißt, wenn Sie 2 von diesem wunderschönen Cookie essen, dann haben Sie so viel, wie wenn Sie eine Dose Energy Drink trinken. Aber das nehme ich dann ganz normal oral ein und nicht irgendwie so zerbröseln und mit der Nase. Nee, das nehmen Sie so ein, wie Sie normalerweise Ihre Nahrung aufnehmen. Ich weiß nicht, wie Sie das sonst machen, aber wenn Sie es so machen, wie Sie es sonst machen, haben Sie genau den richtigen Weg. Makes it less easy to get tooth decay. You sound so professional. Are you a child or are you just a very small adult? I'm 10 years old. 10? That's so young. Thank you. It's not a compliment, it's just a fact. Sie sind unglaublich hässlich. Was ist denn, wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. Können Sie auch so was Praktisches wie zum Beispiel eine Insulinspritze modellieren? Insulinspritze? Etwas Spezielles, aber wir machen das. Aber zum Glück ist Diabetes nicht das Einzige, was man hier mitnehmen kann. Und damit zurück ins Studio. Und das war die Heute-Show. Wollen wir mal hoffen, sie genügt den Ansprüchen des ZDF an die Qualität von Satire-Sendungen. Wenn nicht, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt kommt das Becken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend noch.